Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir erfahren, dass Ludo unser Bruder ist, väterlicherseits. Seine Mutter war eine Elfe, im Gegensatz zu unserer. Er könnte sogar unseren Fluch brechen, hat er gesagt. Vielleicht wird er es ja auch machen, vielleicht auch nicht, das wissen wir noch nicht. Jedenfalls sind wir in der Schummerscheinhöhle und wollen Würmwart ausschalten. Dafür müssen wir uns aber erstmal hier in der Schummerscheinhöhle natürlich ein bisschen umsehen. Und hier sehe ich eine wunderbar leckere Kiste mit einer Spezialarznei. Und vielen Schlafpilzen. Ich habe, bevor ich die Folge angefangen habe, sogar einen von denen weggemacht, damit die mich während des Intros jetzt nicht nerven. Derjenige, den ich bekämpft habe, hat sich tatsächlich freiwillig von einer Seite aus angeschlossen, unserem Team. Ich versuche übrigens immer einen zweiten Kameraden von jedem ins Team zu holen. Also anzuwerben. Damit ich die nach Möglichkeit nicht synthetisieren muss, die ich einen Namen gegeben habe. Ich versuche das ja zu vermeiden, die zur Synthese zu nutzen. Den Dracolyph wollen wir auf jeden Fall anwerben. So Katsu Kach. Ich hasse diese Schlaffiene. Wie gesagt, ich habe beim letzten Mal herzhafte Haxen gekauft. Habe ich alles Geld reingesteckt. Oh, der sollte sich eigentlich uns anschließen. Ich taufe ihn Lyfko. Ein Schlaftherapeut. Wahrscheinlich irre viele Schlaffähigkeiten. Er ist ein Debuffer. Der Bär sitzt hier auch recht angenehm. Fällt mir ein Dracolyph. Diese feuerroten Fledermäuse haben es sich in den Kopf gesetzt, die eher durchschnittlichen Dracos blass aussehen zu lassen und absolvieren dafür eine lange und anstrengende magische Ausbildung. Okay. Hier drin kann ich auch Metallschleime finden. Habe ich gerade erst gesehen. Ich glaube, dich habe ich noch nicht. So, schwemmen. Die Dichte halten was aus. So, mache ich auch noch langsam. Alle sind schneller als mein Drache. Hier. 66%. One of us now. Obwit. Toxiker. Also ein Toxikologe. Ist die 380. Diese Bogenschützen beschichten die Spitzen ihrer Pfeile mit tödlichem Blasenschleimgift, um das Los ihrer Beute zu besiegeln. Okay. Die Höhle ist ein bisschen grausam aufgebaut, aber nicht zu grausam.
einmal runterfallen und darfst den ganzen Weg halt nochmal laufen. Hier sind echt viele von diesen Pilzen. Und Katzen. Die schlafen an jeder Ecke. Oh, und dich habe ich definitiv noch nicht. Bleib hier. Ich habe ihn in die Ecke gedrängt. Den Klingelbeul. Sieht aus, als ob er mich auslacht. Okay, der hält bestimmt noch ein bisschen was aus. Ich werde es jetzt nicht herausfinden können. Der ist sogar geflüchtet. Ja, das andere Monster, was hier mir noch fehlt, gerade gesehen. Da war so ein silberner Ex-Typ. Da oben. Hier. So ein Dämon. Skrupellose Skulptur. Und ich kann keine Schwächung mehr nutzen. Er kriegt schon mal ein bisschen Gammelfleisch von mir. Ich dachte tatsächlich, ich würde mehr Schaden machen. Warum wollen mich alle immer einschläfern? Ja, um mich einschläfern zu wollen. So, probieren wir ihn anzuwerben. 49%. Aber noch nicht verkackt. Ich muss nach dem Kampf dringend heilen. Wieso hat es mit 31 geklappt, aber mit 49 nicht? Hupo. Ein Teufelskerl. Das dachte ich mir auch, als ich ihn gesehen habe. Oh, seine Fähigkeit da. Das ist wie Schwemm, nur auf Gruppe bezogen. Ich glaube, ich hole noch einen von denen und den synthetisiere ich damit Kai. Seine Fähigkeiten sind auf jeden Fall gut. Vor allen Dingen sogar Wupp ist mit dabei. Skrupellose Skulptur. Diese bedrohlichen Bildnisse wurden geschaffen, um böse Geister abzuwehren. Doch irgendwie wurden ihnen sinistre Seelen verliehen und nun tendieren sie dazu, Menschen zu töten. Tatsächlich gehört es, obwohl da Skulptur steht, nicht zu den Materialmonstern. Wie zum Beispiel das hier. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder einen Weg hochfinden. Das ist eine Kiste. Spiegelgürtel? Das klingt so, als ob es Boing-Intus hätte. Knisterprofi hat es aber. Hier ist eine Ranke, die ich hochklettern kann, tatsächlich. Ich denke mir, den Beutel werde ich aber nicht so schnell wiedersehen. Ich habe des Gegenweges liegt doch bestimmt irgendwas für mich. Ich wusste es. Was forcieren der Gürtel? Noch ein Gürtel? Was macht der? Kritzprofi macht der.
So, jetzt sitzen wir wenigstens wieder hier oben. Jetzt der Klingelbeutel rein zufällig nochmal da vorne. Schade, der sitzt hier nicht nochmal. Da musst du sogar runter. Dieser Klingelbeutel ist wahrscheinlich ein sehr seltenes Monster. Und ich hatte einfach Glück, dass der einfach instant vor mir stand. Bitte aufhören, die Viecher direkt vor mir zu spawnen. Danke. Okay. Ich habe ja jetzt hier den Teleporter. Den schalte ich mir aber frei. Nutze ihn jetzt, um zum Anfang zurückzugehen. Gehe zum Turm zurück, um meine Kameraden zu heilen. Und dann stehen wir wieder hier. So, Leute, da stehen wir wieder hier. Und fordern jetzt Würmbart heraus. Do you see him? That's Wormsworth, the wormhole dragon. He's under a sleeping enchantment. This is our best chance to be rid of him. I've been expecting you, sons of Randolfo. Dear, oh dear, to think the second in line to the throne of Nadiria would be fooled so easily. What do you mean, fooled? I came to this land to halt the ambitions of that schemer. His designs do not stop at the protection of his so-called paradise for monsters. He intends nothing less than the total destruction of Nadiria, Zenithia, and Terrestria in order to crown himself king of a new world. My, oh my, what a terrible moment for him to awaken. I was this close. Ah, well, I suppose the jig is up. It's all just as he said. The world is so full of tragedy and sadness that it's all too much to bear. There is no hope for us if we do not act, if we do not wipe the slate clean. But no one seems to understand. No one except you. Surely, my brother, you're a man of vision. You can see it too, can't you? What a pity. Wormsworth, a question. Were my brother and I to fight, whose side would you join? I care not to intervene in a sibling squabble. Have your fight. I'll decide then what I will do. Then let us see what fate has in store for us. We cannot both emerge the victor. Allow me to say that should I die by your hand, I couldn't wish for a more honorable farewell. Now, let us begin. Ich dachte, wir bekämpfen Würmer, dass Ludo uns so in den Rücken fällt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hoffen wir mal, dass Schwemm stark gegen ihn ist.
Sonnenspalter. Der Sonnenspalter ist stark. Schwimmen scheint nicht so effektiv zu sein. Hau wie meine runter. Schade, ich wollte ihm Dusel verpassen. Lass mir mal unser Team einfach selbstständig kämpfen. Eine Weile lang. Ich halte es nämlich nicht für unfähig. Uff, der macht sich stärker. Forstwirbel ist eine echt starke Fähigkeit für alle Nahkämpfer. Aua, tut der Schwertschwanz weh. Machen wir mal hier ein bisschen Heilung, bevor uns irgendwer abkratzt. Ja, genau das wollte ich verhindern. Der Typ ist nämlich sehr stark. So, hauen wir nochmal drauf. Wie viel LP hast du denn? Hier wird einfach ein Beißen-Elixier genutzt. Gut, dass wir seine Treffsicherheit verringert haben. K.O. Da habe ich gerade einen weißen Elixier genutzt. What a pleasant surprise it is to learn my brother is so very strong. This might be the end of my ambitions, but another will come along eventually who believes the same. I hope that person is you, brother. I'm glad that yours is the last face I'll ever see. Oh, fate-favored warrior. Never again shall we meet. Upon the land eternal. Under the same sky. It seems I have no reason to remain here any longer. Are you all right? I wonder who that could be. Sire! Can you hear us, sire? There's something we're dying to tell you, my lord. We can't wait to see you, sire. We'll be here in Rosehill. Whatever could be happening? We should hurry back to Rosehill. Dem stimme ich zu, wir sollten schnell zurück. Ich will nur eben kurz noch die Info zu Ludo lesen. Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn ich Ja gesagt hätte statt Nein. Der jüngste von Randolfos Söhnen und der einzige elfischer Abstammung. In seiner Jugend litt er unter der Abwesenheit seines halbmenschlichen Bruders.
erwacht über einem Paradies, in dem sanftmütige Monster ohne Angst vor Gewalt leben können. Er war auf jeden Fall sehr, sehr mächtig. Na gut, dann ab nach Rosenböhn, ne? Oh, ich muss vom Turm aus dorthin. Obwohl, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wenn ich gerade hier am Turm ankomme, ich finde, wir sollten beim nächsten Mal erst nach Rosenbühl. Und jetzt will ich eben kurz hier mit der Synthese gucken. Unseren neuesten Neuzugang. Hier die drei, die will ich mal mit unserer Gruppe abchecken. Der Dunkelkönigsschleim wäre auf jeden Fall besser als der Kohlenschleim. Ich guck jetzt nur. Ich mach die Synthese nicht. Da hole ich mir dann nochmal hier welche aus der Höhle. Nochmal. Come again. Hier aus der Ebene fehlt uns, glaube ich, dann auch nur noch ein einziges Monster, ne? Und zwar die 318. Und das ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit das Wintermonster. Ich würde am liebsten mir das aufsparen, dass wir nach Rosenbühl zurückkehren und jetzt eventuell noch das Wintermonster suchen. Ah, ich sehe schon, diese skrupellosen Dinger sind wahrscheinlich die Wintermonster. Das ist ein bisschen schade. Aber hey, bei Winter ist ja auch alles ausgetrocknet. Nee, das Ding da ist offenbar das Wintermonster. Ein Zitterzweig. Ja, dass du Knack beherrschst, war klar. So, Zeit fürs Anwerben. 78%. Und es hat nicht geklappt. Mit 78. Jetzt habe ich nur noch 59. Ach, mit 59 klappt es, aber mit 78 nicht. Titzwo. Ein Teufelskerl. Ja, er ist die 318. Er ist das Monster, was gefehlt hatte. Den Klingelbeutel, wie gesagt, versuche ich Oski noch zu holen. Und wenn ich mal irgendwie grind muss, dann, dann wisst ihr, was ich für, kaputt kloppe. Zitterzweig. Schneeflocken, die unter dem Einfluss böser Geister lebendig wohnen. Sie lieben nichts mehr, als über Eisbahnen zu huschen, wo sie herumwirbeln und sich hin und her wiegen. Alle sollen ihren teuflischen Tanz bewundern. So, Leute, bevor ich den Part beende, würde ich gerne hier oben noch, da wo der See war, hier nochmal nachgucken. Ich konnte ja gerade eben hier nicht durchlatschen. Weil ich mir schon dachte, dass hier was für mich liegt. Ein bisschen Rauchfleisch. Und was ist auf der anderen Seite? Ist da auch was Geräuchertes? Okay, hier ist nix. So, jetzt sind wir wieder im Turm vom Rosenbühl. Wir haben jetzt noch den letzten hier aus der Ebene uns eben kurz geholt. Ja, außer den Klingelbeutel, den werde ich einfach Oskin holen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da geht's dann direkt nach Rosenbühl. Bis dann sage ich aber mal ciao und bis dann, Leute.